Hallo, ich bin Sirima aus Thailand und ich unterrichte Deutsch, so wie ihr. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal EDU. Das steht für Erfolgreich Digital Deutsch unterrichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Leben meiner Schülerinnen und Schüler ist ziemlich digital. Sie verbringen sehr viel Zeit am Computer, Tablet oder Smartphone. Selbst bei mir geht ohne mein Handy fast nichts mehr. Was in Ihrem Alltag ganz normal ist, ist leider in meinem Unterricht oft nur die Ausnahme. Kennt ihr das auch? Ich möchte das gern ändern und stelle euch hier unser Projekt vor. Ein Team von Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern hat digitale Ideen für den Unterricht gesammelt. Zu vielen Themen gibt es Unterrichtsvorschläge, die unterschiedliche digitale Tools verwenden. Zum Beispiel Chat-Apps, Videos oder digitale Texte. Die Themen sind zum Beispiel Freizeit, Wohnen, Familie, Gesundheit, Essen und Trinken, Schule und Mode. Also genau die Themen, die es auch in euren Lehrwerken gibt. Alle diese Aktivitäten sind, einfach erklärt, sofort einsetzbar und leicht nur in einer Unterrichtsstunde zu machen. Und natürlich sind das auch Aktivitäten, bei denen eure Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden und das tun, was sie normalerweise in ihrem Alltag auch machen. Ich werde euch hier regelmäßig Ideen vorstellen und Tipps geben. Das hilft euch hoffentlich dabei, euren Unterricht digitaler zu gestalten. Und natürlich gibt es für unser Projekt eine Webseite. Dort findet ihr alle Materialien. Ihr könnt gleich hier im Video auf das Logo klicken, denn das ist mit der Webseite verlinkt. Den Link findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. So, das war's erstmal von mir. Wenn ihr wissen möchtet, was man im Unterricht so alles mit Smartphones machen kann, dann schaut euch bitte die nächste Folge an. Ihr könnt mir hier auch einen Kommentar schreiben. Eure Meinung interessiert mich. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Tschüss und bis bald, eure Sirima.